Hi, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Schreiber und ich möchte euch gerne heute ein bisschen was über meine Vorlesung Investition und Finanzierung erzählen, die wir zusammen im dritten Semester haben. Also, Investition und Finanzierung, worum geht's da? Die Vorlesung hat zwei Teile, wie es auch schon im Titel ist, ein Investitionsteil und ein Finanzierungsteil. Im Investitionsteil geht es darum, was mache ich als Firma oder auch als Privatperson am besten mit meinem Geld, wenn ich das vermehren möchte und investieren, also anlegen möchte, sodass es für mich arbeitet. Wir müssen ja wissen, lohnt sich eine Investition oder lohnt sie sich nicht? Das können wir ausrechnen, da gibt es viele mathematische Methoden, die lernen wir alle kennen. Und das Tolle ist, die kann man auch privat anwenden, zum Beispiel für die Frage, lohnt sich mein Studium? Ich kann es euch schon mal sagen, das Studium lohnt sich, insbesondere hier in Esslingen. Aber wir können auch sehen, das kommt auch raus, wenn wir das Ganze ausrechnen. Im zweiten Teil, Finanzierung, das ist ein bisschen die andere Seite der Medaille. Da ist die Frage, woher kommt das Geld für mich als Firma eigentlich, dass ich zum Beispiel investieren möchte. Eine Firma hat viele Möglichkeiten, einen ganzen Blumenstrauß an Finanzierungsmöglichkeiten, Bankkredite, Anleihen emittieren, Aktien ausgeben und verkaufen. Und wir werden alle diese Möglichkeiten kennenlernen. Wir werden sie analysieren, was ist am besten, was ist in welcher Situation am besten und befassen uns auch mit dem Kapitalmarkt. Wir werden da die Portfoliotheorie kennenlernen, die Kapitalmarkttheorie. Das Tolle daran ist, das könnt ihr auch privat nutzen. Wenn ihr irgendwann fertig seid mit eurem Studium und einen Job habt und ein bisschen was zur Seite legt und euch fragt, naja, wie lege ich das Geld jetzt am besten an, dann könnt ihr zurückdenken an unsere Vorlesung und euch erinnern, wie man das Geld am besten am Aktienmarkt investiert. Von daher freue ich mich darauf, euch im dritten Semester zu sehen. Macht's gut, bis dahin, ciao.